Der Gemeinderat und die Baukommission haben heute Morgen zum Spatenstich für das neue Feuerwehrmagazin in der Stockmatt eingeladen. Der Untergrund für den feierlichen Akt hat allerdings von einem Bagger vorbereitet werden. Der Gemeinderat und Leiter der Baukommission, der Rolf Wehrli, begrüßt Gäste und das interessierte Publikum. Ich freue mich riesig und denke auch die ganze Gemeinde, dass wir jetzt den Neubau mit diesem symbolischen Akt anfangen können. Die bereitgestellten Spatten hier, die bald dazu greifen, vorgängig zu denen, hat die Bratter Bevölkerung am 27. November 2011 in einer Volksabstimmung am Neubau zugestimmt. Vorgängig der Einwohnerrat am 22. August, inklusive dem Landkauf und dem Strassenbau, einen Kredit von 8,43 Millionen Franken. Eine anspruchsvolle Arbeit liegt jetzt vor uns. Die Bauzeit dauert etwas mehr als ein Jahr. Im Oktober 2013 soll das neue Feuerwehrmagazin seiner Bestimmung übergeben werden können. Zwei, drei! Foto hineinschauen, oder? Der Helm ein bisschen.